Das folgende Video wurde im Sommer 2017 für die damalige Bundestagswahl aufgenommen und es gibt keine politische Gesinnung wieder. Anders ausgedrückt, ich hätte auch einen grünen Politiker angerufen, um ihn auf die Schippe zu nehmen, wenn es sich ergeben hätte. Hallo! Ein Spitzenpolitiker der regionalen FDP hat kürzlich einer überregionalen Zeitung ein Interview gegeben und sich positiv gegenüber der AfD geäußert. Ich möchte nun mal seine Loyalität testen und herausfinden, ob er bereit steht für die neue Fraktion der AfDP. Dem Zusammenschluss der AfD und der FDP zur nächsten Bundestagswahl, genannt AfDP. Und weil er ein bürgernaher Mensch ist, hat er seine Kontaktdaten öffentlich gemacht. Heißt, es gibt eine Bürodurchwahl und eine geschäftliche Handynummer, unter die man ihn erreichen kann. Und ich werde ihn jetzt mal anrufen. Ich weiß noch nicht genau, unter welcher Stimme. Ich überlege noch. Ich könnte es probieren. Herzlich willkommen zur Wochenschau. Ja, klingt ein bisschen zu völkisch für einen FDPler. Eventuell mit Fräulein Güter, bringen Sie mal einen Kaffee. Ja, ja, bring ich gerne einen Kaffee. Oh, bin noch einen Abendschmittag. Nee, ist irgendwie auch nicht. Ich brauche irgendwas, was so ein bisschen bürgernäher klingt. Schmitzmüller. Ja, ich denke, das ist ganz okay. Also, ich wähle jetzt mal durch. Private Handynummer. Ob ich den Namen des betreffenden Politikers öffentlich mache, ich würde mal sagen, es hängt davon ab, wie er sich so verhält, wie er sich verhängt oder was auch immer. Wir probieren es einfach mal. Jetzt geht's los. Okay, wählt durch. Schmitzmüller, hallo. Hallo. Hier. Sie sind's persönlich. Ja. Ich hab gedacht, dass da irgendwie eine Sekretärin dran wäre. Nee, es ist ja Mobilteil, wo Sie angerufen haben. Das ist schön. Ja. Wie war Ihr Name jetzt nochmal gleich? Schmitzmüller. Ah, Frau Schmitzmüller. Wie kommen Sie denn drauf, dass ich eine Frau bin? Ist das eine Gendergeschichte? Herr oder. Nee, es ist schon richtig, ich bin eine Frau. Ja. Weswegen ich anrufe. Sie haben sich neulich positiv gegenüber der AfD geäußert. Ja, aber. Naja, also positiv. Ist sie betrieben vielleicht? Ja. Wollte ich fragen, ob Sie dem grundsätzlich offen gegenüberstehen. Also, Sie brauchen sich da keine Sorgen zu machen, dass ich da irgendwie einknicke. Nee, Sie verstehen mich falsch. Ich rufe ja nicht als Privatperson an, sondern als Vertreterin der AfD. Und welche Funktion erfüllen Sie jetzt da? Ich bin quasi aus dem Schattenkabinett von Alice Weidel. Ihr glaubtest du wirklich, dass ihr die nächste Bundesregierung stellt? Ja, das ist noch nichts Offizielles. Es gärt ja erst im Untergrund, bevor sich's an die Oberfläche begibt. Hören Sie, ich bin für Bürgerfragen und Sie sind eher wie jemand für die. Sie haben sich positiv gegenüber der AfD geäußert und ich möchte Sie fragen. Sie glauben jetzt nicht ernsthaft, dass ich zu Ihrer Fraktion wechsle? Nee, also ich bitte Sie, so weit würde ich doch nie gehen. Nein! Die Frage Sie wollen mich als Spitzel. Hören Sie, es gibt aus Spitzenkreisen Ihrer eigenen Partei Vorstöße dahingehend, dass sich die AfD und die FDP zur AfDP zusammenschließen würden. Wie Christian Lindner und der Gauland, also das ist ja. Das ist keine Stammtischdebatte, oder? Jetzt hören Sie mal zu. Ich komme aus dem engsten Zirkel. Das ist doch. Futz in der Wüste. Ich weiß das und ich rufe Sie ja auch nicht aus heiterem Himmel an. Ja, Sie rufen aus der Hölle an. Ne? Sondern ich rufe Sie an, um dieses Vorhaben voranzutreiben und zu planen. Von welcher Ebene soll es denn ausgehen? Das ist, wir haben es schon Gauland, mit Lindner, so weit kommt's noch. Höchster Stelle Ihrer eigenen Partei abgesprochen.
Weil die FDP und die AfD zusammen auch die absolute Mehrheit haben, ne? Wir wollen bei der nächsten Bundestagswahl die Regierung der Bundesrepublik Deutschlands übernehmen. Und Angela Merkel schickt man nach Jamaika. Ach, die Merkel, die können sie doch einbilden. Der größte Witz daran ist doch, dass sie das scheinbar noch ernst nehmen. Ja. Und wie stellen Sie sich das vor? Weidel und Lindner als Wirtschaftsliberale. Das ist. Das lässt sich ja sogar noch übereinbringen, heute, das aber. Das macht heute nicht. Dann hört's auf. Ja, und morgen ist es Zukunftsmusik. Und da rufen Sie mich an und wenn uns die Kacke um die Ohren fliegt, dann ja. Holt erst mal meinen Kopf, ne? Dann. Ich habe eine Partei. Ja, zu das mir, ist ja richtig. Ja, Sie ein. Hören Sie, ich möchte Sie doch heute gar nicht zu irgendwas verleiten. Ich möchte von Ihnen nur wissen, wählen Sie die rote Pille oder die blaue Pille? Naja, also, Viagra brauche ich noch keins. Ich meine, sind Sie dafür offen oder nicht? Ich kenne Sie überhaupt nicht. Wir können uns auch ich mal würde persönlich... Ich gerne erstmal was aus meiner eigenen Partei dazu hören, wie sich das verhält. Wir können uns auch mal persönlich treffen und was dann zwischen uns steht, sind Ihre 16 Zentimeter. Jetzt werden Sie wirklich infam. Wie alt sind Sie überhaupt? Was heißt, das ist wieder so eine Gender-Geschichte. Wie kommen Sie darauf, wie alt ich bin? Interessiert mich überhaupt nicht, ob Sie 8 oder 80 sind. Ich bin nicht interessiert an irgendwelchen Angeboten. Das ist... Also, ich frage Sie nochmal. Sie müssen heute überhaupt nichts entscheiden dahingehend, in welcher Richtung das geht. Ich möchte von Ihnen nur wissen, sind Sie offen, sind Sie dabei oder nicht? Sie können... einen Führungsposten übernehmen in der nächsten Bundesregierung. Ja, welches Ministerium denn? Ach, das Ministerium, das Ministerium, das ist doch egal. Da erfindet man noch ein paar neue. Quatsch mit Soße. Da gibt es doch viele Möglichkeiten. Ministerium für Integration, Ministerium für... Kalter Kaffee. Rote Grütze, das ist doch egal. Es gibt so viele Ministerien, wie wir wollen. Mein. Ministerien für Wirtschaft, Ministerium für Digitalisierung, Ministerium für World of Warcraft. Das ist überhaupt kein Problem. Da wird das entsprechende Ministerium geschaffen und dann werden sie eingesetzt. Und da haben sie einen Ministerposten. Wie stellt ihr euch das eigentlich vor? Ich möchte von Ihnen nur erfragen. Ohne Sternchen, ohne Kreuz. Ohne Fußnote. Ich besorge mir langsam eine Geheimnummer. Stehen Sie dem offen? Ja oder nein? Wenn Sie sagen nein, dann werden Sie nichts mehr von uns hören und dann geht die Weltmacht an Ihnen vorbei. Oder Sie sagen ja, Sie stehen dem offen gegenüber, dann sind Sie mit dem Boot, dann sind Sie gelistet. Ich will es mal so ausdrücken. Ich bin Mitglied einer liberalen Partei und wir sind Neuerungen offen. Das ist ein Wort. Na also. Lediglich eine allgemeine Beschreibung der Umstände bei der FDP. Das ist ein Wort. Das ist keine Zusage für irgendwas. Das ist ja, lediglich. Wir gehen großen Zeiten eine entgegen. Soll sowieso glauben. Machen Sie sich gefasst. Sie sind der nächste Bundeskanzler der Weltunion. Ja, also ich mache mich da mal schlau und. Ja. Wieder. Wiederhören. Okay, also ich mutmaße mal, dass es wohl besser wäre, den Namen des entsprechenden Politikers zunächst zurückzuhalten. Er steht dagegen, der Idee gegenüber offen. Ja. Und wir schauen mal, wie sich die Angelegenheit entwickelt.